Folge 3. Mast braucht die Welt. Sorry, das musste sein. Weil ich will hier ja die Insel ein bisschen besser... Insel natürlich. Die Häuser ein bisschen besser miteinander verbinden. Und das haben wir gerade ein bisschen im Weg. Mach ich da... Es kommt schon wieder. Ich krieg die Motten. Ich hatte doch gar nicht so eine schlechte Grafikkarte. Im Gegenteil, sie ist ziemlich gut. Ich mache noch eine Einstellung in dieser Aufnahme, und zwar hier hoch und die... Jo, es ist mal egal, hey. Vielleicht Effekte auf niedrig? Ah, Freunde, ich weiß nicht. Falls ihr eine Ahnung habt, schreibt es mit in die Kommentare, dann ändere ich das für die nächste Aufnahme dann. Aber ich sehe gerade, ich bin bereits bei Folge 2 oder 3. Also, ja. Dürfte es vermutlich ein bisschen dauern, bis ihr den Unterschied merkt. Kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Ja, also wenn es zu lange dauert, schneidet es natürlich, kein Problem. Weil es passiert sowieso nichts Interessantes. Außer mein Geschwafel. ich überlege gerade, was kann ich noch machen. Getränke brauche ich, genau. Da hieß ja von was. Ich glaube, das war gerade ein Fehler, was ich gemacht habe. Na, wir sehen sie gleich. Bis jetzt sieht es gut aus. Wird es nachher vermutlich wieder ändern. Jetzt mache ich hier noch eins. Also auch im Einflussbereich. Wieso hat es gerade geleckt? Crazy, crazy. Kann ich hier durchmachen? Ja, ich denke mal, ich mache es so. Oh, es kommt schon wieder. Ich krieg die Motten. Was ist denn das hier? Kantenglättung oder was ist das für ein Effekt? Wieso das hier plötzlich die Bäume... Ja, wisst ihr was, eh? Ich brauche sowieso keine Bäume hier, baue ich hier. Der hat eine orientalische Siedlung gegründet. Ah, du bist doch wohl bekloppt, hey. Ach so. Alle Bäume abreißen. Dann stört doch dieses Flimmer nicht mehr so. Hier ist ja bereits gesagt, sowieso Wohnbereich, da brauche ich keine. Wow, das ist noch knapp drin. Geht mir die Arbeit viel leichter von der Hand. Ja, das freut mich ja für dich. Wenn wir es hier machen, kann ich hier noch was bauen. Vielleicht müssen wir später noch Bauernhäuser da abreißen, falls nicht so klappen sollte. Hallo? Was war gerade fehl? Endlich lernen wir uns kennen. Ich bin Helena Flores, sehr erfreut. Die Freude ist ganz meinerseits, süße Maus. Dann hab ich die jetzt entdeckt. Achso, hier oben. Hä? Wo war's jetzt? Bewohnt hier nicht. Ist auch unbewohnt. Hallo, wo ist jetzt die Insel von der? Hä? Nee, was? Wo ist seine Insel? What the fuck? Ja, ist nicht mal so schlecht. Im Gegenteil, ist er sogar sehr mies. Na ja, super, wo ist mein Schiff hin? Schiff hier? Na, hier ist es. Ja, sind wir nach oben, also... Ja, sie hat uns entdeckt, wir sind noch nicht. Fehlt es an Gemeinschaft. Hä? Oh! Nein! Oh, da. Oh, Hilfe, dachte gerade, das Spiel würde abstürzen. So. Das Problem wäre behoben. Kurz schauen, der kommt so weit hoch. Ja, ist sehr gut. Wie sieht es mit der Nahrung aus? Haben wir noch? Sehr schön. Jetzt brauche ich noch Most. Kann ich hier anpflanzen. Sehr schön. Also hier meine ich natürlich nicht Dampf, sondern hier. Most. Wo pflanze ich jetzt erstmal Most an für den Anfang? Wo ich es dann später auslagere? Ja, hier oben. Sieht doch sehr schnieke aus. Ein Mitspieler hat eine orientalische Siedlung gegründet. Ja, die Normalen sind genauso. Sie rennen uns einfach davon, aber klären uns zum Glück nicht gleich den Krieg. Mosthof. Können wir überall anpflanzen, kein Problem. Ja, hier noch. Ich denke mal, drei Stück dürfen reichen, wenn wir anfangen. Ich kann natürlich nachher immer noch weitere Gebäude errichten. Kein Problem, kein Problem. Sehr schön. Kleines Markthaus. 16 Holz nur noch. Machen die so langsam hier, oder was ist los? Habe ich drei Stück angeschlossen, hätte vielleicht nicht hier verbinden sollen. Das war ein bisschen ein Fehler.
kann er später noch machen, weil sonst rast er vielleicht nach hier nach oben, um Holz zu holen, und dann gehen natürlich uns die Grasgefekten flöten. Nee, ich wünschte, es wäre so. Neue Holzhütte. Das nervt jetzt wirklich, muss ich schon sagen. Dämliches Flimmern, hey. Da liegt eine Grafikkarte, kann ich kaum glauben. So schlecht ist jetzt auch wieder nicht. Ich merke es immer, sobald die Framerate sinkt, also sprich, ich habe hier eigentlich eine Framerate von 60. Von 60 FPS pro Sekunde. Ich nehme natürlich mit 30 auf, kein Problem, aber sobald die etwas sinkt, dann ist hier plötzlich Ende im Gelände. Ich könnte mal sonst versuchen, hier mit 60 Frames aufzunehmen. Aber es ist jetzt sowieso schon endlos groß, das File. Ich meine, ich nehme hier Fullscreen auf, also mit 1080p. Und da bin ich eine Aufnahme gigantisch. Vor allem ist eine Aufnahmesession von einer Stunde und so. Aber ja. Oh, Ehrenberg. Hey, der Flur ist verkauft. Ja, schön. Vor allem ihre Insel. Wo ist jetzt die Insel von dem Opa? Von dem blinden Papst? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Was denn schon wieder? Was denn, Sylvie? Nee, hab doch gar nicht so viel. Mann, dämliche Konturen sollen wir ein bisschen schnell aufstocken. So, jetzt nochmal eine kleine Übersicht, wo welche Insel ist. Da ist seine Hauptinsel, die vom Opa. Hier ist die von der Schönheit. Von der Papst ist keine Ahnung. Aber hier können wir auch noch Routen planen mit den Schiffen und so, wenn wir später dann zum Beispiel hier unten. Nein, der hat bereits verbaut! Scheiße! Wenn wir hier später im Okzident oder Orient mal dazu kommen, dass wir dann mal eine Insel besiedeln und so, und halt Frachtgüter verschiffen müssen, da können wir das automatisch einstellen, Routen erstellen, dann machen wir das automatisch. Es ist der ausdrückliche Wunsch des Kaisers, dass ihr euch hiermit befasst. Sehr gerne doch, endlich mal der erste Auftrag hier. So, Auftrag bedeutet immer, wir können ein bisschen Ruhm einheimsen. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Das mache ich mal hier unter. Und da muss ich nachher meine Beziehungen ein bisschen verbessern, damit ich auch schon bald im Orient anbauen kann. So, kurz gucken. Vergesst nicht, dass dies auch im Interesse des Kaisers wäre. Genau, diese brauche ich ordentliche Geschenkeurkunde. Und sobald der... Wie sollen die Leute das Land bestellen, wenn ihnen keine Felder zur Verfügung stehen? Hä? Was so? Ja, das wollte ich gar nicht. Was meinst du hier unten? Kann die Felder zur Verfügung stehen? Hä? WTF? Ach so, ja stimmt, hab ich ganz vergessen. Sorry, mein Fehler. So, jetzt haben sie vier Felder, jetzt können sie auch Moss daraus machen. Nun können die Leute endlich an die Arbeit gehen. Ja, Applaus, Applaus! Ah. So, die Möwe, die ist schnell unterwegs, das heißt, ich suche mir jetzt hier unten mal eine neue Insel, die ich besiedeln kann. Weil es eine rote Insel, ja, das ist von dem, und wenn ich hier ein Konto errichte, dann ist Krieg angesagt, aber garantiert, und zwar sofort. Ohne Wenn und Aber, das kann ich nicht gebrauchen. Bilanz, minus 68. Könnte schlechter sein, könnte besser sein. Wir bauen hier weiter an. Immer nach und nach. So. Nö! Ja. Automatisches Speichern. Dankeschön. Spiel gespeichert. Sehr gut. Dann könnte ich jetzt, dann könnte ich theoretisch auch, falls mal ein Wirbelsturm entgegenkommt, dann alten Spielstand, Autosave laden und dann das wieder rückgängig machen. Ich glaube, das werde ich auch dann machen. Ich weiß, klingt ein bisschen lame und so. Wurde gesichtet. Ja, wo denn? Hä? Was macht denn der für eine Route da oben? Hallo? Ein bisschen crazy. Hier flackert es, hier oben plötzlich nicht mehr. Ja doch, hier auch wieder. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, Leute. Vielleicht müsste ich wirklich mit 60 Frames aufnehmen. Oder, ja, vielleicht habt ihr noch eine Ahnung, woran das Flackern schuld sein könnte. Mal gut, die Grafikkarte ist keine High-End-Grafikkarte, aber für sowas müsste es eigentlich schon reichen. Mal kurz gucken. Ah, hier habe ich nicht mehr so einen großen Einflussbereich. Aber hier ein Bauernhaus kann ich noch machen. Hier auch noch. Hier oben. Nö, hier schon nicht mehr. Ihr seht es im Gebäude, sobald es grün ist, seit dem Einflussbereich, nachher nicht mehr. Die Insel wurde ausgemacht. So, da bin ich hier noch alles. Das muss fürs Erste genügen. Dann kannst du mal Kapelle, umschließt die alle. Gut, hier oben kann ich noch bauen, mache ich nachher auch noch. Die sind auch zufrieden. Genau, und sobald sie alle eingezogen sind, kann ich hier auch die Steuern erhöhen, auf zum Beispiel gelben Bereich. Ihr seht schon, jetzt bin ich bereits im plus 20 Bereich. Jetzt sind sie nicht mehr so zufrieden, aber ich habe alle drin, sie ziehen nicht mehr aus. Und sobald ich alle ihre
Anforderungen erfüllen kann, sie haben die Insel sind sie auch zufrieden. Spielers entdeckt. Oh nein. Ich euch ein wenig unter die Arme. Ich hab seine Insel entdeckt. Der wird nicht besonders erfreut sein, Leute. Garantiert nicht. Ach, ist das schön, was? Unsere Stadt Goldfurt. Sie schwimmt im Gold und im Holz. Schnauze! Kurz gucken, wie groß ist der Einflussbereich insgesamt? Neues Land gesichtet. Ich hab dich schon gehört. Machst ein neues Markthaus, damit wir noch mehr bauen können, noch mehr. Vor allem dann einlagern können. Gut, hier oben nehme ich jetzt noch eins. Man sieht, ich habe genug Werkzeug, genug Holz, alles super, alles schön. Wurde ausgemacht. So, jetzt verbrauche ich hier mal alles. Ich weiß, vielleicht nicht gerade die beste aller Ideen, aber c'est la vie. Wenn ich jetzt hier mal ein bisschen bessere Übersicht habe, brauche ich mal alles ab, mache hier zuerst mal Most. Trauben könnte ich später auch machen, wobei Trauben brauche ich glaube erst am Schluss. Gegen den Schluss, Hanf vielleicht noch, war auch noch ziemlich am Anfang. Schon seltsam, oder? Das Flacken sieht man nur bei den Bäumen so, sonst nicht. Seltsam. Wir fließen auch nicht. Was ist das denn? Was haben wir hier sonst noch? Ich habe hier drei Bärenhöhlen, dann brauche ich später auch noch Stein, Eisenvorkommen, Sohlevorkommen, auch wichtig. Moment mal, Sohle, ist das für Salz, oder? Nee, Moment mal, Sohle, Quatsch. Was ganz anderes. Aber Glas muss ich noch herstellen, stimmt. Dankeschön. Wie sieht's aus? Plus 97, plus 101, das wären immer mehr. Wobei, ich bin ja auch schön blöd, wa? Hier, hin. Genau, das meinte ich, so. Erstmal alle einziehen lassen. Und da kann ich schon bald auf die nächste Stufe gehen. Krass, wa? Bald sind die Was ist denn jetzt los? Achso, kein Baugebiet hier oben. Dann hier noch, hier auch, das passt alles noch. Und hier und... Hä? Moment mal schnell. Was hab ich hier gemacht? Was hab ich hier gemacht? Hä? Kein Baugebiet hier oder was? Kapiere ich jetzt nicht. Wieso kann ich jetzt nicht bauen? Das ist so ein kleines... Also ein kleines Hügelchen hier, das ist der Grund. Oh mein Gott, na gut, das können wir später alles noch wegsprengen. Sobald wir Sabotage haben. Und so weiter. Und der so fort. Der Stadtsäckel füllt sich. Aber was wird das Volk zu den hohen Steuern sagen? Hoch! Hä? Was ist denn jetzt los? Ach so. Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Oh mein Gott, ey. Ich dachte gerade, was ist jetzt passiert? Nee, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ja, wo noch? Oder hier oben? Stimmt ja. So, jetzt aber. Jetzt kann ich auch nicht mehr beschweren. Hohe Steuern, wa? Bist du von hohe Steuern? Der spinnt doch, der Alte. So. Wie sieht's aus mit Handelsvorkommen und so? Wir waren das schon wieder. Die manuelle Vergabe von Aufstiegsrechten. Stimmt, das muss ich selber machen, wa? Ja gut, genau, es war ja so. Die Bürger würden selbstständig aufsteigen, mache ich jetzt natürlich nicht, weil die brauchen einen Aufstieg, also die steigen nicht nur selber auf, sondern auch ihre Gebäude werden prachtvoller und vor allem teurer und die klauen auch mal gerne Holz, später auch Stein, Eisen und vor allem auch Werkzeug. Wenn ich nicht aufpasse, plötzlich nichts mehr. Und deshalb sperre ich das, wenn ich es nachher selber individuell hochleveln kann. Die könnte ich jetzt bereits auf die nächste Stufe bringen, da heißt auf die Bürgerstufe. Ja. Was? Ja. Manchmal ist es erforderlich, den Ausbau der Wohnviertel genau im Auge zu behalten. Schnauze, da muss ich gerade erklären. Ach, mein Kind. Damit die aufsteigen, muss ich alles auf ganz grün haben, sonst geht das nicht. Gut, das auch erklärt. Meine Güte. Ich glaube, langsam die ersten 10 Folgen sind alle nur Erklärungen. Oh mein Gott, lange mich hängen schon auf. Ah, bald eine Stunde. Frames sind schön bei 60, das freut mich natürlich. Santa Barbara, du gehst schön zu ihm, dann bekomme ich neue Ruhmpunkte. Wie viel habe ich eigentlich? Ruhmpunkte? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Schon wieder, oder? Holzfällerhütte. Wie viel Holz habe ich noch an der Hütte?
Ja, maximal, das war klar. Aber keine Sorge, sobald wir hier aufsteigen, sobald wir zu Bürgerrechten werden, kriegen wir auch hier mehr. Das spricht auch die Kapazität wird erhöht, ich glaube sogar um das Doppelte insgesamt. Also dann statt 40 hätte ich dann sogar 80. Wobei, ich gerade auf 40, das hatte ich das vorhin schon. Das ist ein bisschen crazy. Hier neue Gebäude richten und so und dachte, es würde steigen, oder war das nur früher so und jetzt nicht mehr? Seltsam. Was macht unser liebes Geld? 37.000, ich sehe es kaum wegen der Fraps-Anzeige, also Frames-Anzeige. Ich hoffe jetzt mal, ihr seht ja nicht. Ruhm mir erst 50, meine Güte. Die Ruhmpunkte wird die ganze Zeit gesucht. Ja, hier seht ihr Holz, Werkzeug ist das Wichtigste noch, Stein und Eisen kommt später auch noch dazu, sobald wir welches haben. Ah, cool, das kann ich eigentlich noch machen. Ja, Dorf bei uns immer schönern. Ja, ich habe genug Geld von dem her. Ja, natürlich sehr klug, was ich hier oben mache. Ja, okay, ich kann später wieder abreißen, kein Problem. Ah, ist doch schön. Na, stimmt, da wollte ich nachher noch bauen. Oh. Was man noch machen könnte, ist hier noch abreißen. Zwischen zwei ihrer Mitspieler besteht nun ein Handelsvertrag. Jawohl, nee, wisst ihr was? Ich lasse den. Handelsvertrag zwischen beiden. Also gut, die Helena ist uns zum Glück nicht feindlich gesinnt, aber der andere, der blinde Papst. Ah, jetzt geht's. So sieht doch schon ein bisschen schöner aus, oder? Unsere schöne Stadt. Aufstiegsrechte gesperrt. Sie könnten aufsteigen, wenn sie zuerst noch warten, bis alle voll sind. Das heißt, alle eingezogen sind. Und dann glaube ich, speichere ich noch, also mache einen regulären Save und dann geht's dann in der nächsten Folge hier weiter mit den Pürgen und so, bevor wir dann da aufsteigen. Weil ein Aufstieg auf eine neue Stufe ist immer ein bisschen heikel, vor allem wegen dem Papst hier oben, der erklärt uns nochmal schnell den Krieg und da habe ich überhaupt keinen Bock. Was wir jetzt noch machen können in dieser Folge, ist uns ein bisschen mehr Ruhm verschaffen, natürlich das, und auch unsere Beziehung zum Orient ein bisschen verbessern. Wohninsel. Ich glaube, die hole ich mir nachher, aber. Ah, was habt ihr zu vermelden? Ich werde dem Kaiser von eurem Einsatz berichten. 35. Ich bin begeistert. Der Ruf ist besser. Ach ja, aber auch ganz vergessen, Diplomatie. Ich habe die ich bereits entdeckt habe. Die Korsaren fehlen hier noch, zum Glück, würde man behaupten. Fasst euch kurz. Friedensvertrag, ja, das könnte man sehr schnell ändern. Hier auch könnt ihr eure Diplomat-Einfluss, sage ich jetzt mal, Diplomat-Status könnt ihr verbessern, aber es ist auch immer sehr, sehr heikel. Da zum Beispiel Beleidigungen, okay, was nur 55%? Hier, Einschmeicheln ist auch nur Ich 55% bitte mich mit erfolgreich. Kardinal Lucius an. Ein ganz und gar ehrenhaftes Geschäft. Hä? Ach so. Ja, Helena, was wolltest du sagen? Helena! Sprich zu mir! Komm schon, süße Maus. Na, okay, sie will nicht mehr. Tribut fordern, dann erklärt uns sofort den Krieg. Tribut zahlen, stehen ihm vielleicht friedlicher, vielleicht auch nicht. Irgendwie oben. Und das sind Ich halt die habe Händler. erwartet, dass ihr mich aufsucht. Ich Ja. grüße euch. Mit Genau, könnt meiner später hier auch. Gastfreundschaft könnt ihr immer rechnen. Sobald ihr mehr Ruhm habt, könnt ihr hier auch Kriegsschiffe, Handelsschiffe und so weiter anfordern. Also halt euch eine eigene Flotte aufbauen, dann könnt ihr selber bauen oder halt auch von den Vertragspartnern einfordern, kaufen, wie Was auch führt immer. euch zu mir? Sowohl viel als auch wenig, wenn es ehrlich sein will. Beleidigen, einschmeicheln. Naja. Tributzahl, Tribut. Achso. Bündnisvertrag, der kann sehr übel werden. Oh, ihr seid es. Echt? Na gut, zwei alte Herren unter sich, war natürlich klar. Erfrischend mutig, eure Schwäche so offensichtlich zur Schau zu stellen. Hä? Ist das wichtig? Was eine Schwäche? Was eine Schwäche? Was quatscht der Alte da für ein Quatsch? Ne, was quatscht der für ein Quatsch? Was Seekarte? Ein Partnerschaftsangebot enthüllt und sieht halt die gesamte Inselwelt.
Das können wir eigentlich nachher machen. Wir haben sowieso das meiste aufgedeckt und dann entdecken wir auch die Korsaren. Ich bekomme regelmäßig Waren aus dem Kaiserreich. Ja, ist schön. Ich würde gerne diese hier haben. Natürlich Geschenkerkunde. Saatgut, Most, genau. Damit könnt ihr auf einer Insel, jetzt zum Beispiel in diesem Fall, Most anpflanzen. Aber macht natürlich jetzt nicht, weil wir haben bereits Most und so. Geht ja eigentlich weg, die Ruhmpunkte. War glaube ich so, mit diesem Handel bin ich einverstanden. Und weg sind die Ruhmpunkte, aber wir müssen natürlich hier unten noch bauen. Deshalb ist das unbedingt nötig. Meine Stimme. Hallo Hals. Lass mich nicht im Stich. Wie sieht's hier oben aus? 33 nur. Könnte ein bisschen wenig sein. Auch später dann, sobald wir aufsteigen. Weil, glaubt's oder nicht, aber die bekommen plötzlich einen großen Appetit auf alles. Mhm. Der Großvezier wartet schon. Mit diesem Zeichen eurer Ehrerbietung werdet ihr Al-Sahir ohne Zweifel erfreuen. Ja, das war auch der Plan dahinter. Dankeschön, lieber Lord, was auch immer, was weiß ich, Lord Yabut, nee, ist auch was anderes. Tralalalala. Ach, es ist so schön friedlich, ich hoffe, es bleibt noch so. So, ich habe zwei von denen. Uns fehlt noch ein Fisch, war, wobei mittlerweile läuft es ganz gut, aber wir haben schon gesehen, ist nicht mehr so hoch und ich bin ein Typi, der gerne, wir machen es mal hier, ich bin jemand, der gerne die Konturen voll hat, voll waren, weil ich dann sicher sein kann, dass es nicht so schnell absinkt und so und dass es konstant bleibt, oder konstant hoch, meine ich. Das lasse ich jetzt noch so. Dem ist bald mal unten sein, oder? Das, meine Fresse, braucht der lange. Unser kleines Schiffchen. Ja, bin ich jetzt hier bereits? Seit ich hier bin, geht mir die Arbeit viel leichter von der Hand. Freut mich ja, sind 46 Häuser, sowas. 368 Bauernleben hier, das kann ich das mal durch 8 teilen, das gibt... doch, 46. Yep, dann sind alle Häuser voll. Das ist sehr schön, das heißt, ich kann hier noch die Steuern nochmal antreiben. Plus 274, ist das krass. Oder? Ist das krass oder ist das krass? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Schon wieder, meine Fresse. Gut, passiert mal, dann seht ihr das gleich auch. Ursprünglich kostet uns die Hütte 5 Goldmünzen, jetzt kostet sie nichts mehr. Wieso muss ich nicht erklären? Sollte selbstredend sein. Produziert auch nichts mehr gerade. Beziehungsweise warte mal, bis er abholt. Ist gerade ausgelaugt, geht gar nicht. Na schön. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr? Wir sind gut dabei. Werkzeug natürlich immer das gleiche Problem. Überlege ich ernsthaft, ob ich jetzt nicht den Weg hier abcutten soll, weil dann würde dieses Konto hier immer nur bei diesen Fischerhütten die Waren abholen gehen, nicht auch noch hier oben bei den Holzhütten. Ist vielleicht ein bisschen besser. Andererseits, naja. Mir fällt gerade mal auf, es flackert nicht mehr. Hat schon lange nicht mehr geflackert. Wetten, es kommt gleich wieder. Mal die Hütte noch ein bisschen, die Insel anschauen, aber ich kriege nur noch neutrale Kräfte hier. Nee, wa? Sowieso ziemlich klein, meine Fresse. Ich habe später sowieso vor, diese Insel hier. Dann fürs Speichern, oder sowieso gerade selber speichern. Spiel gesichert. Aber seht schon, automatisch speichern geht immer sehr flott, die Karotte, kein Problem. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau beim Bauen. Ich möchte gerne später dann, also am Schluss, bevor wir dann diese Map hier beenden, dieses Endlos-Ziel, nicht wahr? Hätte ich es gerne, wenn wir die ganze Insel voller Wohnhäuser hätten und die ganzen Waren würden von anderen Inseln kommen. Das heißt natürlich auch, dass wir unsere Gegner vernichten müssen. Mit der Zeit dann, natürlich ist die Helena zum Schluss dran. Vielleicht mache ich sie sogar zu meiner Königin. Hust, hust. Hä? Was machst du hier unten? Ach so, stimmt, das sollte ja. Ja, habe ich ganz vergessen. Der sollte. Ja, es flackert wieder, sehe ich schon. Der sollte ja die Insel erforschen. So, jetzt bin ich bald da. Mit dem Schiff. Stimmt, ist das kleine. Ja, ich bring's dauernd durcheinander. Seekarte. Aber es macht man auch erst in der nächsten Folge mit der Seekarte. Ich hoffe, denkt noch dran. Eurer Freundschaft? Ja. Die Leute beginnen von euch zu sprechen. Und ich beginne euch zu vertrauen. Ah, jetzt können wir endlich im Orient bauen, Freunde. Ihr knüpft erste diplomatische Bande zum Orient. Hervorragend. Jetzt hören wir uns noch die Kommentare der NPCs an. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich. War es schon alle? Der ehrenwerte Sultan macht euch dieses Schiff zum Geschenk.
Jo, wir haben ein Schiff bekommen, wir können jetzt auch Nomaden bauen, alles mögliche. Hier seht ihr schon Nomaden. Macht euch mit unserer Baukunst vertraut. Aber, wisst ihr was, Freunde, ich mach's so. Ich gehe jetzt mit beiden Schiffen zurück zum Konto, zu unserem. Dann speichere ich ab. Und dann in der nächsten Folge, dann endlich steigen wir hier auf, zu Bürgern. Und dann wird sowieso heikel, weil, ja, der liebe Papst hier oben, der sieht zwar nichts mehr, aber hat uns trotzdem auf das Geschäft gemacht. Meine Fresse. Patrizia hatte bereits diese dritte Stufe, wir sind immer noch bei den Bauern. ja, das heißt, der andere Typ ist auch bald da. Das ist vielleicht, Moment mal, das ist der ja, oder? Der hat hier noch Bauernhäuser? Ach nee, er hat bereits Bürgerhäuser. Ja. Genau, sobald wir eine Stufe aufsteigen oder eine Insel, eine neue Insel besiedeln, dann hat der Papst das Gefühl, wir müssen uns mal kurz den Krieg erklären. Also kommt schon mal öfters vor bei den schweren Gegnern, deshalb dann erst in der nächsten Folge. Dann geht's auch richtig los hier bei Anno 1404. Sind immer noch zufrieden? Ja, also zufrieden, ja, sie lächeln immerhin. Hallo, Face nach oben, dann lächelst du auch wieder, hehe. Die Bevölkerung ja. Eines Konkurrenten ist zur nächsten Zivilisationsstufe aufgestiegen. Ach du Scheiße. Ja, jetzt wird's übel. Das ist unser Schiff. Hier ist die Möwe. Die schnelle Möwe. Möwe? Nee, einfach nur Möwe. Die anderen beiden Schiffchen kommen bereits. Wisst ihr was? Das ist bereits Stufe Patrizier, das heißt, er könnte uns schon bald den Krieg erklären, selbstständig. Kann auch sein, deshalb bin ich jetzt mal an dieser Stelle den Part. Und speichere hier ganz flotti Karotti. Den Spielstand, Autosave, hier endlos 1 war's, überschreiben, yep. Ich denke mal, es dauert jetzt ein bisschen noch. Also, Freunde, wir sehen uns in den nächsten Aufnahmen wieder bei Anno 1404 Venedig. Ein neues Abenteuer ist geboren.